Moin Moin und willkommen zurück, ich bin der Schanzen und wir spielen Asgard 2 weiter. Wie man sehen kann, befinde ich mich immer noch vor Osiris Tempel, wo wir noch nicht rein können. Was wir aber ändern werden jetzt, denn mein kleines süßes Kätzchen hier, High Five. Profist? Ah. Ja, guck mal, dirigiert auf meine Gesten. Gut, wir müssen auf jeden Fall den Schlüssel benutzen, den wir bekommen haben. Nur die Frage, wo wir den reinstecken hier. Ein, zwei Gegner werden bestimmt noch kommen. Vielleicht müssen wir auch da hinten irgendwie hin. Das sieht ja so aus, weil das Auge ja dahin zeigt. Dann lass uns doch mal da hin. Sieht so ein bisschen verwaschen aus hier, muss man sagen, ne? Wenn ich da rankomme, sieht so, man sieht schon, also hier finde ich die Grafik jetzt nicht so kolossal geil, muss ich zugeben. Ich hoffe ja immer noch, dass der Patch irgendwie nochmal schnell kommt, denn ich glaube, wenn man das Spiel durch hat, das ein zweites Mal zu spielen, nur der Grafik wegen... I don't think so. So, aber wir gehen erstmal hier weiter und schauen mal. Also man sieht die Grafik irgendwann nicht mehr, wenn man im Spiel ist, das kann ich mal vorab sagen. Das heißt, für alle, die enttäuscht sind und sagen, oh, matschige Texturen versperrt. Und so. Es gibt immer einen anderen Weg hinein. Lass mal jetzt nicht sich groß drum kümmern. Sagt mir, was ihr seht. Ist das Horus' Stimme oder forderte die Wüste endgültig ihren Tribut? Ich werde euch leiten. Ich möchte meinen Vater wiedersehen, wenn auch nur durch eure Augen. Okay. Wie gedenkt man? Was seht ihr? Naja, ist alles kaputt, ne? Das sehe ich. Was seid ihr? Okay. Also es ist garantiert irgendein bekacktes Rätsel wieder hier. Also ich würde ganz gerne mal kurz gucken. Ich kann ja mal schauen, ob sich da was geändert hat. Vielleicht gibt es ja schon ein neues Update. Wir gehen mal auf Einstellungen und schauen uns mal an. Da ist es, ne? Nee. Ja. Verbessertes Rendering mache ich mal aus. Und ich mache mal 90 Hertz. Nee, 90 Hertz lassen wir an. Aber man sieht, ich habe jetzt das jetzt an. Wenn man ein bisschen auf die Schrift achtet unten, wird die so ein bisschen... Mach die mal aus, gucken wir, was denn aussieht. Ah, das sieht schon... Das ist schon schlechter, das stimmt. Und gleich mal wieder an, die Scheiße. Gut, da, zack. Reisewix, nochmal. Was den Abstand an dem... ...so angezeigt werden. Okay. Gut. Schauen wir mal. Da hinten ist schon wieder dieses Tier, was diesen riesigen glühenden Ball oder Spiegel oder was es da oben ist, trägt. So, wir sammeln erstmal hier ein bisschen was ein. Dieser Eingang ließ seit Ewigkeiten niemanden passieren. Hm. Möge Ptahs Schlüsselstein noch immer wären. Niemand ist seit seinem Tod eingetreten. Keiner hält seinen Namen in Ehren. Wie könnten sie ohne diesen Schlüssel? Guck mal da. Hier können wir hoch. Okay, wir müssen so. Ach, guck mal hier. Ach, da sind sie abgefahren. Der weinende Gott erwartet von mir hochzuklettern. So sei es. So, um mal schneller hochzukommen. Wenn wir runterstürzen, sind wir sofort tot. Nur mal so nebenbei als Information. Das ist mir schon das ein oder andere Mal passiert. Aber... Nein. Scheiße. Weil man diesen blöden Knopf loslässt, passiert diese Scheiße noch nicht. Aber wo soll ich denn hier hin? Ach, da. Ach, okay. Jetzt sehe ich's. Okay. Oh. Nein. Kann ich mich nicht hochziehen so einfach. Oh. Alter Schwede. Oh. Gut. Oh. Kleiner Kletterakt. Klappt aber. Kommen wir hier weiter. Hier geht's wieder runter. Und runter. Ulala. Geht Aufseher. Die Aufseher haben ihren Nutzen für Sobek mehr als bewiesen, der sie mit proteanischer Magie und finsterer Schönheit ausgestattet hat. Nach den banalen Kämpfen schlagen sie aus der Luft mit Magie zu.
Okay, 1 demütige Anhänger von Seelen, okay. Geht zum, okay. Oh. Und jetzt, was seht ihr? Euer Vater ist nicht hier, das wisst ihr doch. Warum seid ihr mir gefolgt? Irgendwie gibt es, glaube ich, kann fast vorstellen, dass hier eine Falle entsteht gleich. Hier war auf jeden Fall ein bisschen Blut, wie man sieht. Was seht ihr? Ich spüre mehr als nur den Tod. Geplündert. Zerstört. Seths Armee drang in diesen Tempel ein. Aber nun? Was ist er denn? Oh, vielen Dank. Ich werde ein Lobeslied in euren Ehren verfassen. Er ist gestorben. Muss ich mal rausholen. Okay. Muss kurz gucken, ob ich meine Tränke muss ich einmal kurz auf mein Inventar packen. Ob ich das hab, weiß ich gar nicht. Auch alle Getränke sind da. Ich habe sogar hier noch andere Sachen. Was gibt's denn hier noch mal alles? Wir müssen uns mal irgendwann mal für diese Tränke interessieren. Denn die können uns auch mal helfen. Hier ist ein Stärkungstrank, den packen wir da hin. Die Delle versüßt und eine kann auch in komplexen Gerichten mehr werden, für den Verzehr zum Mund führen. Oh, was ist das denn? Dieser Trank stellt göttlichen Schutz wieder her. Zum Verzehr an eurem Mund halten. Okay. Wir haben Fertigkeitspunkte, die sollten wir vielleicht auch mal nutzen nochmal. Da. Fertigkeitspunkte mal ausgeben, 13 Stück. Ach du Scheiße. Warum habe ich denn so viele? Die sollten wir vielleicht mal nutzen. Macht vielleicht Sinn. Langsam mal. Also. Mal ganz kurz zu ihr gehen. Dann sie. Du reißt deinen Gegner in 2. Erhöht Subiris maximal Gesundheit. Gar nicht so schlecht. Die stirbt nämlich sehr oft im Spiel. Diese Fertigkeit ist eure. Erhöht die Chance, Eingegangene zu blocken. Okay. Erhöht den zusätzlichen göttlichen Zehnungs- mehr göttlicher Schutz beim Berechnen eines schwerer Schadensanzeigung von 50. Das machen wir. Könnt ihr es schon spielen? Geh nochmal kurz zurück zu mir, ich muss ja auch ein bisschen stärker werden. Schwachpunkte wirken. Wenn wir schon länger da sind, ist gar nicht so passiert. Ihr habt gewählt. Ja. Treffen von Schwachpunkten, okay. 20% machen wir mal, dass wir das Leiden, also das Verbluten bewirken können. Das ist nicht so schlecht. Diese Fertigkeit. Blutung. Verringert den von Gegnern in der Nähe verursachten Schaden. Nach dem Töten des Gegners stößt, okay. Okay. Machen wir auch mal. Mehr Schaden ist immer gut. Darüber zu gebieten. Okay. Was? Und der? Auf Versteinerung für 10, 3 Sekunden. Ah, das machen wir mal. Und das mache ich noch ein höher. Einfach nur, weil die Axt, die werfe ich sehr oft auf Gegner, die in der Luft sind. Und das macht dann schon Sinn, glaube ich. So. Gut, jetzt haben wir ja genug. Die Entwicklung verlängert, braucht Zeit und ist ja eine gute. Oh, das lad mal. Ich drücke die mal kurz, um die Fertigkeit zu bekommen. Das ist ja auch cool. Das ist auch mein Name. Ab und zu muss man auch mal ins Inventar gucken. Dann ist man da auch besser drin. So, nehmen wir hier nochmal. Wo war das? Fertiges Punkt. 3 Punkte, ne? Haben wir gut. So. Was ist denn hier? Nur die Schadensvorerschein. Lässt ein Klingenwirbel erscheinen, wenn die Schweine in der Luft umgelenkt wird. Klingenwirbel, der 10 so lange anhält. Klingt auch ganz gut. Können wir bei ihr noch irgendwas machen, was cool ist? Reißt ihren Gegner in 2. Abschlussmanöver, okay. Nicht so verkehrt, aber. Macht sie noch ein bisschen mehr Schaden? Über das Schatten versetzt sowohl sie selbst auch den schäbigen Helden und macht sie bald unverwundbar. Okay.
Ganz cool eigentlich. Überlegen irgendwie. Ach, weißt du, es gibt hier ein bisschen mehr Leben. Diese Hops geht. Hier? Nichts, ne? Müssen wir mal warten, bis wir wieder ein bisschen mehr bekommen. Gut, so raus hier. Cool. Achso, was ich noch machen wollte, Entschuldigung, dass ich nochmal ins Inventar gehe. Aber ich wollte mir ein paar Sachen mitnehmen hier. Wert kann auch ein gutes Gerät sein, okay. Und die Gesundheit zu fördern, stellt sich schon erzählen, okay. Kann man auch ruhig mal mitnehmen? Feuerschaden. Ja, okay. Wer hier? Ne. Gut. Das war's erstmal. Das war's erstmal so. Ja, dadurch. Guck mal, kommt hier direkt rüber. Findet und greift einen Schild. Kein sonderlich epischer Schild, aber. Schön ist leider kaputt. Okay, macht nichts. Macht nichts. Schild ist kaputt. Wir finden ja hier, sind wir hier, um das gute große Schild zu finden. Das werden wir auch schaffen. Was in Zeds Namen? Ach, da oben. Wer ist er denn? Die Toten wandern umher. Wer cool, würde sie ihren Gräbern entreißen? Ist dies das versprochene Leben nach dem Tod? Sieht ziemlich cool aus. Wenn wir wollen. Auch noch drei Stück. Das sammeln wir. Krass, der sah echt krass aus. So, können wir das Schild mitnehmen hier? Achso, warte mal. Müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich nur so schnappen. Aber wir müssen wahrscheinlich mal gucken, dass wir unsere Waffen. Was ganz schnell? Das war. Gehen wir hier hin. 70. Das ist ungefähr gleich schon, ne? Genau, so ist besser. Dann können wir das Schild hier oben drin haben nachher. Gut. So, gehen wir raus. Die Tür haben wir aufgemacht gerade mit dem Dings. Eigentlich sind es drei Türen. Da sind wir hergekommen. Lass uns doch erstmal die hier nehmen und da weitergehen. Oh. Ihr seht schrecklich aus. Ja. Nein, das habe ich Steckenzahn genommen. Ich hasse das Zeug, aber es wird wohl gehen. Was sollte es sein? Ah. Jetzt habe ich den Steckenzahn verbraucht. Das ist natürlich bescheiden. Es gelohnt hat, deswegen hier. Naja, Hacksilber kann man immer gebrauchen. Es sieht trotzdem wie geil aus. Also es macht echt Spaß. Also ich, Leute, wenn ihr, habt ihr die Quest 3 zu Hause, könnt ihr das ja sowieso umsonst definitiv spielen. Ich höre immer ganz gerne, aber sehr schön, mir wird ganz schlecht. Das ist wirklich eine Gewöhnungssache. Es gibt Leute, die kriegen diese Motion Sickness. Aber ich, das in heftigen Gefechten, also in Gefechten, wo man denkt so, krass, jetzt geht's aber ab. Da kriegt man das ab und zu mal mit, dass man so Orientierung so ein bisschen so, aber eigentlich... Was ist das für eine Fäulnis, die von oben tropft? Schmeckt wie Verwesung. Ich spüre sowohl eure Angst als auch die Kälte der sich nähernden Unterwelt. Mein Vater ist nicht mehr hier, um sie in Schach zu halten. Kann ich das da hinten holen? Lachs? Genau. Großartig. Kehrt auf ein Bier zum Versteck zurück. Ich gebe euch eins aus. Den Gegner mit Schlagen, okay.
Bin gespannt. Endlich etwas zu wagen. Jetzt tanzen wir. Das war lustig. Was? Die sind ja mal ein bisschen eklig, aber die sind aber stark sind die jetzt nicht gewesen gerade, ne? Okay, jetzt hätte ich hier die Lotusblume holen können. Aber hier gibt es auch irgendeinen Trick, um rüber zu kommen. Wie genau, weiß ich nicht, aber naja. Gut. Haben wir ja eh geschafft, also von daher ist es egal. Wir mal durchrutschen kurz. Oder erstmal gucken, was da hinten ist, eine Truhe. Die holen wir uns noch. Schauen wir, was da drin ist. Oh, hier noch eine Lotusblume. Was würde ich nochmal brauchen? Und so, die Fallen sollten wir uns auch mal anschauen. Ach, guck mal da. Ich kann da... Muss ich die Axt, glaube ich, da durchwerfen. Und wie werden wir gleich da hoch? So macht man das. Okay. Guck mal ganz kurz hier oben. Bleib du mal hier. Bleib du mal hier vor allen Dingen. Das kommt natürlich mit. Versucht es hier. Bin nicht, okay. Irgendwas muss ich ja machen hier, damit ich da rüberkomme. Hm. Kann ich laufen und da rüberspringen? Und dann wieder rüberspringen? Geht das? Ah, okay. Habe ich euch nicht um etwas gebeten? Dieses Mal. Oh! Okay. Wieso komme ich hier rüber? Oh, jetzt. Ein bisschen schräg gerade. Habe ich wegen einem Getränk jetzt nicht hochgelaufen, oder? Danke. Oh nein, das große Gottheit. Ist doch bescheuert. Diesen Geschmack mochte ich noch nie. Warte. So. Geht's hier auch runter? Gut, da können wir runterkommen. Brauchen wir gar nicht. Wollen wir hier rein. Okay, gehen wir hier rein. Benutzt eure multidirektionale Axt, um den Wandschalter auszulösen. Welchen Wandschalter? Oh. Aber welchen Wandschalter meint er? Oh. Da ist kein Schalter. Welchen Wandschalter meint er? Ich sehe gar keinen. Irgendwo einen hier? Kein Schalter? Da ist einer gerade weggelaufen. Ach, da ist einer. Okay, die habe ich nicht gesehen. In dem Boden gerade hier. Die wurden auch. Ihr schafft das. Ich nicht. Oh, schaffst du es nicht? Nein, brauchen wir nicht. Ich kann ja hier durchgehen. Du das schaffst.
Wo ist das Klavett hier? Unwahrscheinlich. Nicht dieses Mal. Hä? Ich muss da rauskommen irgendwie. Komm mal her. Shit. Zieht euer Ding. Okay. Wir laufen da unten. Ich wollte ihm gerade noch eine Axt am Kopf hauen. Okay, warte mal. Den Stein. So, das ist gar nicht nötig, ne? Obwohl doch. Okay. Komplett aufgefüllt, ist ja auch nicht so verkehrt. Okay. Rüber. Ein paar von diesen Orchideen oder was das sind. Lotusblüten, Entschuldigung. Die nehmen wir mit. Okay, es läuft die Zeit ab, okay. So einfach. Den Raum nehmen wir als erstes. Erstmal gehen wir hier hoch und holen uns die Uhr. Dann gehen wir hier runter. Tragbare Regenwolke. Was können wir mit der wohl machen? Ja, machen wir auswendig. Gehen wir erstmal hier längs. Also hier geht's runter oder hoch, weiß nicht. Hier runter geht's. Mal gucken, wo die andere Tür hingeht. Dass der richtige Weg ist und wir wieder hier irgendwas. Ein paar Sachen einsammeln. Meins. Göttlicher Trank. Das klingt immer gut. Kraulen? Was? Kommt und krault mich. Ich dachte, es gab hier irgendwie irgendwas. Gab's nicht. Oh, warte. Bitte schön. Ja. Wir werden eine gute Beziehung bekommen, wir beiden. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weiter. Oh, das lädt jetzt nach. Das ist noch nicht. Mal hier runter. Beziehungsweise geht's nicht weiter. Gut. War ich denn hier? Und jetzt die Statuen der königlichen Familie. Ich habe mich danach gesehnt, meinen Vater und meine Mutter wiederzusehen. Aber selbst in dieser Gestalt bleibt es mir verwehrt.
Die Statuen repräsentieren uns. Ja, kann man nicht ran. Die Priester beten und Opfergaben hinterlassen, ohne tiefer in das Grab vorzukommen. Ja, wie komisch, ich kriege die Kranken hier zu mir. Nein, gar nicht. Schade, schade. Gut, dann gehen wir erstmal weiter. Da oben ist was. Ein Wiederbelebungstrank ist immer gut. So, hier müssen wir wieder mal unsere göttliche Macht zeigen. Das machen wir. Ach, da ist immer wieder ein Rätsel. So, lass mal groß werden und mal hier umschauen. Gut, das mag ich. Das mag ich. Ähnlichkeiten zwischen Kopf und Körper, Gewand und Farbe. Sammelt die Seelen ein, bevor die verdorbene Unterwelt ist. Eure Sterblichkeit ist zu sentimental für diese Aufgabe. Opfert eine wandernde Seele. Das ist der einzige Weg. Sie wird weiterleben. Da eine. Habe ich jetzt was reingetan? Was ich machen soll. Also. Okay, was kann ich mit diesen Figuren machen? Ach so, ja, jetzt sehe ich es, okay. Vielleicht. Weiß es nicht, ob es der richtige ist. Wissen wir gleich. Ihr habt die Statue noch nicht ganz vervollständigt. Mein Vater, Osiris, der Gott der Fruchtbarkeit. Ohne ihn ist das Königreich mit Kleinigkeiten. Bin ich verloren. Habt ihr gefunden, worum ich gebeten habe? Noch nicht. Und ich schaue mich hin schon? Nee. Da kommt irgendwas rein. Wo ist was? Da liegt noch ein Kopf. Das ist so ein Sockel, ne? Da ist ein großer Sockel. Hier können zwei. Ich glaube, die Köpfe hier sind verkehrt, kann das sein? Er gehört wohl dahin. Kaum Ähnlichkeit mit der lebendigen Gottheit, wie sich herausstellt. Okay, jetzt brauchen die alle was in der Hand. Du hier? Nicht heraus? Nichts passiert. Es hängt fest. Da muss man irgendwas machen. Genau, der hängt auch fest. Hoffentlich wurde hier eine Opfergabe versteckt. Unter diesem Stein vielleicht. Kann ich auch nichts machen. Kommen wir noch nicht ran? Denn ich muss ja was tun. Ah, guck mal da. Die gehört da wahrscheinlich hin. Gut. Bringt uns noch nicht so viel, aber man kann die Statue bewegen. Man muss aber erst was machen hier. Ich glaube, jetzt ist der kleine Mannequin wieder dran. Gehen wir runter. Dann gehen wir, also wir kommen, gehen wir hier erstmal rein. Machen wir erstmal die rechte Seite. Okay, geht gar nicht. Hätte jetzt gedacht, dass man da rein kann. Müssen wir da hochgehen? Nee. Nochmal von oben gucken. Oh, warte, wenn wir runtergehen. Okay, da muss irgendwas rein. Das sind die beiden Kugeln, oder? Das sind ja insgesamt drei Kugeln wahrscheinlich. Irgendeine Kugel müssen wir. Und ist auch was, ne? Sieh das? Bin ich hin. Da ist der Schalter da hinten. Da muss man dafür erstmal reinkommen. Kann man da irgendwas finden? Gucken wir nochmal ein bisschen rum. Irgendwas übersehen haben. Testen wir nochmal kurz, ob er jetzt nur in die andere Tür rein kann. Ging glaube ich nicht, weil das ist die. Wie war es, die nicht funktioniert? Kann er durch die andere Tür da gehen. Schauen wir mal. Warte mal, hier liegt doch noch was. Können wir auch dabei haben. Oh. Opferbaren. Damit können wir nachher auf jeden Fall wieder was bauen bei unserem Handwerker. Ah, schon. Geht auch nicht auf. Verdammte Axt. Eben nicht, verdammte Axt.
Hm. Ich weiß gerade nicht, was wir machen sollen, muss ich zugeben. Also. Ich muss mal kurz in die Größe gehen. Dann müssen wir gucken, hey, was kann man hier einstellen? Das sind wir sicher. Das können wir noch nicht. Jetzt nehmen. Gut. Fest. Ach, guck mal, 15, okay. Muss ich etwa 15? Traurig, was passiert denn hier? Dann die Frage. Muss er hier auch das Ding werfen? Jetzt ist auch okay. Gut zu wissen. Jetzt können wir die Kugel bekommen. Muss man also gleichzeitig machen. Wow, muss aber auch schnell gehen dann, ne? Gut. So, wer kriegt als erstes die Kugel? Vielleicht die in der Mitte? Macht nicht so viel Sinn. Zwei weitere Opfergaben sind dort oben, hinter den Toren. Wollen wir die unversiegelte Tür versuchen? Okay. Gehen wir da durch. Wer hat er gemacht? Die da, ne? Oder die? Die. Ignoriert mich nicht. Oh, zu spät. Los, beeindruck mich. Unnützer Mensch. Na? Heb das für später auf. So, die Stacheln runter? Von wo sind die Stacheln runter? Hier. Kommt der Haken hin? Vielleicht nirgendwo hin? Los, gebt an. Ich bin da drüben jetzt. Nee, bis dahin komme ich nicht hin. Muss er auch da hoch vielleicht? Lass mir mal. Okay, das ist dumm. Nochmal. Gut. Das haben wir, aber jetzt müssen wir den Haken da außen bekommen. Ohne mich wärt ihr verloren. Unmöglich.
Gibt's doch gar nicht. Ich komm da ja gar nicht hin mit dem Ding. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da, ist die Frage. Überlegen. Ich komme gar nicht so lang. Das ist das Problem. Also wir kommen nur da längs. Wir kommen nicht durch. Was übersehe ich? Was übersehe ich? Also, wir können den Haken dort dran machen. Sehr verrückt. Da oben kann ich nicht ranmachen. Das ging nicht. Wir gehen das Ding weg. Ja? Hätten wir was anderes machen. Die müssen jetzt da unten ranmachen wahrscheinlich. Ja, guck mal, da geht's auch. Perfekt. Boah, gar nicht mal. Also ein bisschen tricky, ne? Aber man findet's ja raus. Oh. Shit. Hört auf euch aufzuregen. Glück, dass ich hier war. Natürlich, du hast alles gerissen hier. Seht mich an. Okay. Seht und lernt. Okay, da muss ich wahrscheinlich hoch. Macht das Sinn? Zeigt mir, was ihr drauf habt. Oh, hier kommen Gegner. Sind sicher? Sieht so aus wie so eine Gegner. Welche hier? Kann mich aber auch getäuscht haben. Wir müssen mal da ein Schild. Hm, anscheinend nicht. Nicht erledigt. Oh, war gut. So. Diese Viecher. Das Schild, ich weiß, ob ich es gleich mal gebrauchen kann. Aber hier nicht. Leben haben wir genug, brauchen wir nicht nehmen. Bewahren wir uns auf, falls wir nochmal zurück müssen. Aber ich glaube, jetzt müssen wir nicht zurück, sondern nur das Ding. Einschalten. Ach, man geht so direkt runter. Das ist natürlich gut. Wenn es einen Weg zurücklaufen, hätte ich da keinen Bock gehabt. So, dann lassen wir den zweiten Weg freimachen. Küfi. Genau die Art von Weihrauch, die Priester meiner Mutter da. Kann er nicht sein, ne? Nur noch eine. Hoffentlich hinter der letzten Tür. Mal schauen. Welches neue Monster uns diesmal erwartet. Weiß ich nicht.
Hier ist gar nicht längs. Oh, Scheiß. Ach, das. Ja, das geht hier irgendwo längs, oder zumindest ist hier irgend so ein. Okay. Wir sind irgendwie. Du hast gar nicht getroffen, Mädel. Ach, da oben. Eisviecher. Gut. Aber das ist ja auch blöd, ne? Da muss man wirklich schnell sein. Da ist zu. Wie war da? Das sieht auch wieder eine Falle aus hier irgendwie. Welcher Gott hat das erschaffen und dann noch in Rüstung gehüllt? Natürlich kann er das. Was ist hier los? Dieses Ding. Dieses Ding, dieses Monster. Dieser Möpf. So, ist da drüben noch irgendwo was, das wir brauchen können? Da ist eine Truhe. Die können wir uns mal holen. Ich bekomme nicht genug Aufmerksamkeit. Oh, Entschuldigung. Wie sie jetzt ein High Five von mir haben willst. Schon High Five geil, die Tante. Hier kann man nur rumlaufen und gucken. Ah, okay. Da ist was. Da geht's raus. Da können wir die auch freisetzen, warte. Gut. Das ist natürlich cool. Das Volk bot meinem Vater Brot und Bier aus den Getreiden vom Rand der Wüste da, welchen er fruchtbar gemacht hatte. Der geheime Durchgang. Treten wir direkt. All das für ein Schild, dem Schwert meines Vaters würdig. Hoffentlich ist er es wert. Oh Gott. Das wird dunkel. Gut. Warte mal. Wir haben da oben noch. Ich muss da links laufen. Ja, ich weiß. Ich bin kurz zurück. Wir haben ja noch. Wir haben da oben ja noch so ein Ding, warte mal. Und Sekhmet schickte meinen Vater dorthin. Wie rennt man hier? Ich will noch mal kurz nach oben rennen. Ich. Ihr seid ein Gott. Wie könntet ihr das verstehen? Ich weiß nicht, was hatten. Das haben wir noch einen. Gut. Jetzt gehen wir wieder rein hier. Weil dann haben wir auf jeden Fall unser Schild wieder erhöht. Das ist das Wichtigste für mich. Ob es nicht gleich zu einem epischen Kampf kommt. Weiß es nicht. Ja, wie viele wollen wir brauchen? Es gibt ja genug hier. Alle mitnehmen, wenn wir schon hier sind, ne? Seite lassen. Mal alle Dinger hier aufmachen. Wollte man schon mitnehmen. Immer so nebenbei, das gibt ja Asche. Und Geld können wir immer gebrauchen. Oh, auf dem alten Ägypten. Okay.
will das jetzt nicht verschwenden. Ja, das bin ich. Oh, Stufe 9. Endlich. Endlich, naja. Unterhaltet mich. Nicht so. High five. War gut. Oh, da ist auch noch was drin gewesen. Nehmen wir noch mit. Cool, eigentlich cool, dass sie gleich noch High five haben will. Ihre geniale Hilfe. Also die ist schon echt gut gewesen. Die hilft schon ungemein zwischendurch beim Kämpfen. Erstens, weil sie Leute auch ablenkt. Ja. Und zweitens, weil sie einfach auch Schaden macht. Ne? Lassen wir mal stehen hier. Ein volles Leben. Wollen wir ganz kurz weitergehen. Kurz mal gucken, ob wir hier bei dem Fertigungsbaum noch was reinlassen können. Welche Punkte zum Ausgeben? 13 Stück habe ich jetzt. Kann ich denn 13 Stück haben? Und so viele immer? Na gut, machen wir das mal. Also. Das. Ihr habt gewählt. Echt viele, viele Punkte waren wieder. Ich weiß gar nicht. Könnt ihr es schon spüren? Bei ihm auch mal gucken. Diese Fertigkeit. Blutung auch nochmal höher. Wir brauchen Blutung. Top. Gut. Weiter geht's. Sehen wir mal Beinstein erledigt, okay. Oh, gut dann. Du hast aber ein bisschen Leben weggenommen. Nicht so schlimm ist, denn das hole ich mir direkt wieder. Und dran denken, dass wir das Schwert auch in Luft halten können. Das vergesse ich immer die ganze Zeit. Aber ich brauche das jetzt wahrscheinlich nicht, aber so also ein paar Gegner sollte man es ruhig mal nutzen. Hier dahinter. Dumm, oder? Ne, okay, das Seil ist da gut. Ich dachte jetzt, hätte ich das Seil nicht berührt. Müssen gucken, wo müssen wir noch treffen. Ah, da sind noch zwei, okay. Axt. Pass auf. Nichts. Ah, ah. Eine falsche Tür. Verzeiht meine Ausdrucksweise. Ich war nur so froh, einen weiteren geheimen Eingang zu finden. Wir sind keine Götter der Reinheit. Welche Tür haben wir da gerade aufgemacht? Ah, okay. Das habe ich nicht gesehen. Na gut. Hier sind ein paar Schalter. Was können die? Okay. Vielen Dank dafür. Nur so unten Gegner vielleicht, aber die sehen wir jetzt noch nicht. Den kannst du aber wegmachen, ne? Ihr schafft es. Ich nicht. Jemand muss es ja tun. Komm schon.
Das ist ja blöd. Ah, okay, das weiß ich. Ja? Natürlich. Nur kurz noch liegen lassen. Das müssen wir den machen. Verkehrt hier, oder? Gut, das müssen wir den letzten noch runterbekommen. Ach, wie? Ach so, okay, klar. Gut. Jetzt kommt aber erstmal Gegner. Ich kann, aber die kommen schon noch. Ein Gegner ist auf jeden Fall hier drin in diesem blöden Sarkophag-Dingen. Ist überall was drin, ne? Mal schon gucken. Warte. Das wird hier nicht. Gut, da drüben ist auch noch was. Alles mit, was ich hier finde. Den Vorteil. Das ist jetzt aber komisch, dass ich den jetzt nicht gekriegt habe. Gut. Da war ja klar, dass in Engen was drin ist. Oh naja. Meistens im letzten, die man sieht, ne? So, kriegen wir jetzt mal das Schwert. Das Schild. Nicht das Schwert.
Da muss ich runterklettern. Da geht das andere gar nicht. Wurde gefallen? Okay, nochmal. Ach, da kommen die. Oh, okay. So, sonst auch runterkommen. Oh. Ach, die kommen immer noch. Die kommen nicht die ganze Zeit runter. Okay. Muss schnell sein. Natürlich auch ganz cool gemacht. Aber es ist auch sehr schweißtreibend, merke ich gerade. Oh. Der Boden. Ach ja. So, hier ich auch nochmal. Mhm. Ich treib's an! Halt dumm. Wir müssen relativ schnell rüber. Schon besser. Das war echt blöd. Entschuldigung. Gut, hier sieht man gerade, hier kommt wieder ein göttliches Ding. Ich sehe kein Schild, nur Treibsand. Gut. Dann lass uns Dinosaurus mal hier fertig machen, aber erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ja. Danke.